Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior World. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und zwar war das die Challenge Gojira. Und ich habe rausbekommen, dass Gojira, was auch immer, Godzilla ist. Die Japaner nennen Godzilla einfach Gojira oder Gojira. Und von daher, ja, da wir letztes Mal eine Challenge gemacht haben, spielen wir heute wieder normal irgendwas und wir kriegen Uriel. Uriel, hatten wir den schon mal? Nee. Oha. Okay, Uriel hat auf jeden Fall einen goldenen Schlüssel von Anfang an. Da wurde ich in Teamspeak angestupst, aber ist mir egal. So, was hat er sonst noch? Wir haben nicht sehr viele Herzen. Wir sehen übrigens ziemlich cool aus irgendwie. Das Schwert. Das Schlüsselschwert geht nicht wirklich weit. Ist ein bisschen schade. Aber wir haben Splash Damage, können fliegen, haben halt dieses Messer. Und haben... Was ist das ganz linke? Irgendein Bluttropfen. Ich glaube, das ist das Rage-Item, oder? Okay, wir können natürlich fliegen. Okay, dann müssen wir quasi nur die erste Ebene überleben. Okay, das hilft uns auf jeden Fall. Und dann sollten wir recht gut sein, weil wir dann hoffentlich, denke ich mal, aber kann ich da nicht irgendwie rüberfliegen? Weil wir dann ein rotes Leben bekommen und dann sollte das alles okay sein. Ja. Und dazu haben wir noch unser schönes Trinket, den Rosary Belt. Oder, heißt das so? Rosary? Irgendwas Rosary-Dingensmäßig. Und wir kriegen sogar zwei... Oha! Okay, bester Start ever! Mr. Boom! Und zwei Fliegen, die noch Projektile abfangen. Ist nicht so schlecht. Und wir haben Rosary. Bratschi-Brutsch. Heißt also, wir haben auch eine sehr viel höhere Chance auf Angel-Räume. Das ist doch auch schön. So. Das einzig Schlechte ist jetzt wirklich nur, dass wir halt so nah an die Gegner ran müssen. Aber bisher geht das eigentlich noch. Und wenn wir jetzt ein bisschen Damage abfinden sollten, dann ist der Schlüssel sowieso hammermäßig. So. Ja gut, wir bräuchten vielleicht ein bisschen Range-Up. Das wäre ganz gut. Ah, da wird unser erstes Leben verloren. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das haben wir fast verloren. So. Aber ich bin mal froh, dass wir wieder einen neuen Charakter bekommen und nicht immer nur Adam. It's that fucking Adam. So, da wäre der Boss. Das ist keine Challenge, das heißt, wir können auf jeden Fall in den goldenen Raum. Wir waren im goldenen Raum. Im goldenen Raum haben wir die beiden Items bekommen, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Egal, ich gehe erstmal zum Boss. Okay. Easy. So, Feuer bitte nicht wehtun, danke. Und wir kriegen noch eine Fliege. Haben wir schon zwei Fliegen. Wenn wir... Alter. Krass. Wenn wir jetzt noch eine dritte bekommen, irgendein drittes Fliegen-Item, dann sind wir schon Lord of the Pit. Yay. Lord of the Pit sein macht Spaß. So. Jetzt möchte ich nur noch mal kurz gucken, ob wir wirklich im... Achso. Ja, okay. War also tatsächlich der goldene Raum. Interessant, interessant. Aber hier rechts waren wir ja noch nicht. Genau. Können wir noch mal kurz Leben verlieren. Was ist eigentlich mit Majora's Mask für 3DS? Wieso? Ist schon um Zeit? Ich weiß es nicht. Immer werde ich angeschrieben, wenn ich hier spiele. Oh, eine Münze. Sehr schön. Okay, das ist natürlich auch gut. Das ist super. Das ist ja nicht mal ein Space-Item. Das ist einfach Daddy's Long Legs. Nice, noch mehr Schaden. Okay, also der Start ist wirklich richtig gut. Und wir haben jetzt auch die erste Ebene überlebt. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall ein rotes Herz bekommen. Hoffe ich doch. Kann auch sein, dass wir so wie The Lost sind. Ne, nicht so wie Lost, wie das für Baby sind. Dass wir dann vielleicht nur blaue Herzen bekommen mit einem Lebensupgrade. Aber das werden wir ja gleich sehen. Wo der Geheimraum ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen suche ich gar nicht erst nach dem. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir ein rotes Herz? Nee. Okay, wir haben also nur blaue Herzen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Heißt also, das wird doch noch ein bisschen schwieriger als erwartet. Aber dafür ist man halt ein bisschen OP. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber dann müssen wir auf jeden Fall besser mit unserem Leben aushalten als sonst. Das ist klar. So, ist ja vielleicht irgendwo ein blauer Stein. Jetzt brauchen wir nämlich die blauen Herzen mehr denn je. Aber scheinbar ist hier keiner. Und wir haben schon wieder diesen Curse. Ist der jetzt immer da? Hat der Charakter das einfach? Oh Gott.
Kann ja sein. Dass man irgendwie für den Charakter einstellen kann, dass er immer so einen Curse hat. Aber zwei Ebenen hintereinander, das ist ja, wenn das nicht eingestellt ist, dann wäre das richtig, richtig Pech. Zweimal dann an denselben. Ja, komm. So. Na, oh Gott. Gut, dass wir die Fliegen haben. So. Jo, ein bisschen Geld, warum nicht? Und die Sache ist, dass das Ding hier drin, genau, das wird drei blaue Herzen kosten. Aber dass die Dead Cat ist, ich muss sie mitnehmen. Jetzt haben wir quasi zwei blaue Herzen gerade geopfert, damit wir insgesamt 9 Leben haben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich denke aber schon. Oh, die schwarze Kerze wäre natürlich auch gut. Dann würden wir schwarze Herzen bekommen. Aber PhD auch. Okay, wir brauchen richtig viel Geld. Wo kriegen wir jetzt richtig viel Geld? Das ist die Frage. Vielleicht hier. Da ist Geld drin. Schade. Setze ich erst ein, wenn wir unser PhD haben, würde ich sagen. Dann können wir nämlich sicher sein, dass die Pille nicht schlecht ist. Und nicht schlechte Pillen sind die besten Pillen. Oh, gut, dass wir echt die Fliegen haben, sonst würden wir hier voll viele Leben... Leben verlieren. So. Oh Gott, hier waren wir noch gar nicht drin. Sag das doch. Ich find's blöd, dass das Messer nur so... Wow. So wenig weit fliegt. Warte, unsere Fliegen machen doch sogar Schaden zu den anderen Fliegen. Das heißt, Fliegen haben es noch schwerer, uns zu treffen. Weil die Fliegen, die um einen rumfliegen, die machen ja nur Schaden zu anderen Fliegen und wehren die ganzen Projektile ab. Von daher... Oh, Homing Bombs, okay. Da haben wir ein bisschen Geld. Wir können uns auf jeden Fall PhD kaufen. Das ist doch schön. So, wenn wir noch zwei weitere Münzen finden würden, dann... Ja komm, setzen wir hier mal ein. Vielleicht ist da irgendwo Geld drin. Nö, Chance war aber hoch. Da können wir nicht rein. Da will ich auch nicht rein. Moment, das Feuer könnte uns ja eventuell auch ein bisschen Geld geben. Wenn wir ein bisschen Glück haben, nee. Aber wir könnten in die Arcade gehen und die ganzen Sachen da aufsprengen. Ja, das machen wir. Einer von denen hat auf jeden Fall Geld. So. Sehr schön. So kann blaues Herz bekommen. Gut, hatte sich mehr als gelohnt. Okay, zwei Münzen fehlen. Dann okay, war es auch über. Uns fehlt gar nichts. Wir können uns PhD... Doch, trotzdem zwei Münzen. Wir können uns aber PhD und... Was war da noch? Da war noch ein anderes Item. Was war das zweite Item? Ich bin so vergesslich. Wie, hier ist der Boss? Wo? Ah, der Shop war hier rechts. Genau, so, da. Hi. Achso, die schwarze Kerze, genau, die kaufe ich mir natürlich auch, weil die erstens den Curse andauernd wegmacht. Und PhD natürlich, weil, ja, ist halt so. Ergänze Forever können wir auch nochmal einsetzen. Wir haben, die können wir auch nochmal mitnehmen. Boss, das zählt, perfekt. Und wenn wir jetzt nochmal irgendwo 5 Münzen vielleicht im Geheimraum oder so finden sollten, dann können wir uns auch noch das blaue Herz da kaufen. Aber jetzt müssen wir erstmal irgendwie die Geheimräume finden. Wo wir die schon sehen können. Na, guck mal. Wir kommen sogar noch kostenlos in den Stachelraum rein. Sehr schön. Held up. Jo, nehmen wir auch gerne mit. Komm. Wir haben genug Bomben. Das können wir uns leisten. Und vor allem, alle Pillen sind ja gut für uns. Range-Up, perfekt. Und nochmal Range-Up. Zwei Range-Ups. Das ist perfekt. Können wir jetzt auch wirklich weiterschießen oder hat das nicht so eine heftige Auswirkung bei dem Ding? Ne, irgendwie nicht. Warte. Ah, wenn, dann minimal. Egal. Wir haben schon ganz schön viele blaue Herzen jetzt wieder. Finde ich gut. So, kaufen wir uns das blaue Herz hier auch noch. Und dann sind wir doch gut gerüstet. Nach der zweiten Ebene schon. So, wo ist der Supergeheimraum? Ist der da ganz unten, oder wie? Dann laufen wir da kurz hin. Oder fliegen kurz hin. Yep. Wenn wir schon die Icon See Forever Pille haben, dann nutzen wir sie auch. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt so viele blaue Herzen hier noch finden. Das mit dem Messer wird halt später nur schlimm. Es sei denn, wir holen uns das Polaroid dann nicht mehr. Dann kriegen wir nämlich jedes Mal ein Schild und dann können wir uns einfach gegen die Gegner gegenstellen. Und machen ganz viel Schaden. Aber Mutters Herz wird zum Beispiel ein bisschen blöd.
Und mehr nicht, ja, genau. Hallo, was haben wir hier Schönes? Eine super Trollbombe, die uns auch noch trifft. Geil. Hä, haben wir gar keine Karte? Ach nee, wir haben ja nur dieses Curse weg. Da dachte ich, wir hätten eine Karte, nur weil der Curse weg ist. Au. Okay, drei Münzen, wir schauen mal nach. Oh, der Dice. Der die Six einfach. Ja, den holen wir uns auf jeden Fall. Wir machen nur noch vier Münzen. Okay, easy. Kriegen wir irgendwo her. So. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Okay, wir können ja jetzt schon mal zum Boss gehen. Piep. Alles klar, da ist so eine Bombe. Ah, diese Augen. Okay. Leider kein Devilraum. Jetzt, wo wir so viele Leben hatten, wäre ein Devilraum eigentlich ganz cool gewesen. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Das Gute ist, wir können in alle Challenge-Räume reingehen. Weil wir sowohl volle Leben haben, als auch nur ein Leben. Das heißt, egal wie viele Leben wir haben, wir können auf jeden Fall in alle Challenge-Räume reingehen. Das ist doch schön. Das ist cool. Gusch, 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 gusch. Hä? Waren die eben auch schon da? Man weiß es nicht. Fliegen die fliegen eigentlich auch langsamer, wenn man Lord of the Pit ist? Ist das dann quasi wie Skatole? Weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht werden wir noch Lord of the Pit. Also die Chance ist auf jeden Fall sehr hoch. Haben wir die Spinne gerade instant gespawnt? Robert, das prüfen wir. Okay. Können wir noch nicht prüfen, weil die Spinnen noch nichts töten konnten. Na, hier, tötet mal. Ich will was ausprobieren. Spinnen, komm. Ah. Ja, unsere Spinnen müssen erst sterben, damit ich das prüfen kann. Aber die wollen anscheinend nicht sterben. Aber wir haben unsere... Ne, wir haben 5 Münzen. Moment, da ist noch ein Challenge-Raum. Wenn wir Glück haben, dann ist da vielleicht eine Kiste mit ein bisschen Geld drin. Haben wir allerdings nicht. Okay. Warum ist unser Schwert golden? Wie hat er das gemacht, der Modder? Dass das golden ist? Weil das normale ist ja nicht golden. Auch in dieser Mod nicht, soweit ich weiß. So, egal. Dann setzen wir unser andere eines Dings da ein. Okay, nimm das und können dann sogar die beiden Sachen, wie wollen. Vier... Und die rote Kerze. Beides nicht so toll. Nee, okay, egal. Wir nehmen einfach unseren D6 mit und sind dann glücklich und zufrieden. Bis an unser Lebensende. So, den haben wir ja schon besiegt. Okay. Schon die vierte Ebene? Wow. Okay, geht schneller als erwartet. Was haben wir hier? Zwei graue Kisten, die nehmen wir gerne mit. Bad Gas. Was ist Stil? Geilo. War das der, der einen Ranz gezogen hat oder nicht? Egal, will ich gar nicht wissen. So. Easy. Aber ich möchte jetzt mal ausprobieren wegen unseren Spinnen. Ah, da kann ich wieder nicht rüber. Ach komm. Spinnen, jetzt sterbt mal bitte. Danke. So, genau, tötet euch. Und wenn ich jetzt auflade... Ja, die kommen instant. Okay, nice. Also sobald eine Spinne tot ist, erscheint sofort eine neue. Wenn ich gedrückt halte. Ist ganz cool. So, unser Würfel ist gleich schon wieder voll. Müssen wir nur noch ein Item irgendwo finden. Vielleicht ja hier. Na. Nö.
Ah, da war ein blaues Herz. Verdammt. Das hat sich voll nicht gelohnt. Egal. Oh Gott. Da war ein blaues Herz. Ich hätte warten müssen. Au. Warum tust du mir weh? Bastard. Ich hab dir nichts getan. Ich wollte dich nur streichen mit meinem goldenen Schlüsselschwert. Oh Gott. Okay, die wollen nicht gestreichelt werden, wie es aussieht. Lebensupgrade, dafür werden wir aber langsamer. Von daher reward ich das mal. Book of Sin. Gibt uns eine Münze. Toll. Gut gemacht, Book of Sin. Bestes Buch. Was haben wir hier? Eine Pille. Das war eine Ranger-Pille. Glaube ich. Von daher. Ah, dieses Pillending da oben ist aber eigentlich auch cool. Oder macht das nur, dass man zwei Pillen auf einmal mitnehmen kann? Egal, ich hol mir das blaue Herz, weil ich das immer kaufe. Oh, wow. Hilfe. So ein Dark Bomb wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dark Bomb ist echt ein richtig gutes Item, vor allem wenn wir keine blauen, wenn wir keine roten Herzen haben können. Also wenn wir jetzt irgendwo den Dark Bomb finden könnten, wäre das ganz toll. So. So. Und unser Trinket können wir eigentlich weggeben, oder? Ich meine, wir haben schon Devil Deal angenommen. Von daher kriegen wir wahrscheinlich sowieso keinen mehr. Ja, wir nehmen mal die Kralle mit. Dann haben wir wenigstens einen toten Vogel. Einen toten Geistervogel. Wenn irgendwas passiert, ich weiß zwar nicht genau was. Aber wenn irgendwas passiert, dann kommt er. So. Gut, mach dich halt nicht kaputt, du blödes TNT-Fass. Wenn du halt leben willst, dann leb doch. Leb doch bis an dein Lebensende glücklich. Dark One. So. Los, Spinn. Attacke. Attacke. Oh, alles muss man hier selber machen. Widder? Nö. Pillen. Geilo. Was kriegen wir für Pillen? Einmal eine Bad Gas, eine Health Up. Jo, warum nicht? Range Up, auch gut. Und Bolz of Steel. Da haben wir volle Leben. Nice. Nice. Oh, Maudado just went live. Geil. Erstmal gleich zugucken. Hä? Hat er überhaupt irgendwas angekündigt? Ich weiß ja nicht. Oh, noch mehr Pillen. Ach ja, ich sollte auch mal wieder streamen. Vor allem jetzt, wo wir Gott, oh ja, ja doch, eigentlich könnte ich das mal machen. Vor allem, wo wir jetzt halt Real Platinum Gott sind, könnten wir eigentlich einfach mal streamen, um unsere Windzweck hochzubringen. Muss ich ja nicht alles aufnehmen, kann ich ja auch mal streamen. Wer da Interesse da? Dann mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich mach das, glaube ich, nächste Woche. Nach meiner Prüfung. Donnerstag oder Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag ist ja sogar frei. Das ist ja Tag der Arbeit. Das ist doch ein guter Tag, oder? Freitag? Ein Freitagstream? Könnt mir ja mal schreiben, wann ihr Zeit hättet. Autsch. Da gehen wir rein. Was kriegen wir hier? Schönes Pandoras Box. Warum nicht? Können wir mal einsetzen. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen hier rein. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich dachte, wir könnten irgendwie mit unseren Unbesiegbarkeitsdingen da rein und rausgehen und das einfach das Herz mitnehmen. Aber das hat scheinbar nicht funktioniert. Bombis. Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte. Ganz hoch hinaus, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spindet, bla bla bla, der Trip. Ich bin nämlich ein Beyblade, müsst ihr wissen. Sieht man ja. Okay, eine Batterie. Wir können also zweimal rerollen, wenn uns das Boss-Item nicht gefällt. Goldenen Raum haben wir noch nicht. Müssen wir noch suchen. Und Shop eigentlich auch noch.
Haben wir noch, aber viel vor uns. Ist das eigentlich die Marmebene? Nee. Nee. Erst Steps 1. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen, sodass wir noch in den... Ja, nehmen wir mit. Sodass wir noch in den Challenge-Raum rein können. Was haben wir hier? Technologie. BFF. Hätte ich gern. Nehme ich mir. Wenn das okay ist. So. Gut, BFF. Dann können wir das Ding hier nochmal in die Luft sprengen. Für einen Schlüssel, okay. Nehmen wir die Batterie mit und sind glücklich. So, dann haben wir ein bisschen weniger als 2 Minuten für die letzte Ebene. Sollte an sich aber trotzdem passen. Kriegen wir noch einen Damage Up. Was können wir hier noch? Health Up. Und Bad Gas, okay. So, und da haben wir Fliegen. Wir können schon fliegen. Von daher, ne, Razorblade brauchen wir auch nicht. Das Razorblade hat auch gemacht, dass, wenn wir es einsetzen, ein Leben verlieren und dafür alle Gegner im Raum Schaden bekommen, oder? Ich glaube, oh ja, nehmen wir mit. Jetzt sind wir ein echter Engel. Ein echter, böse guckender, epidemischer Engel. Ja, das sind wir. So kennt man uns. So, okay, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen mal schnell zur Mutti. In einer Minute. Ja, ob wir das hinbekommen, ich weiß ja nicht. Wenn wir jetzt schnell Mutti finden, dann ja. Und wir wissen ja, eigentlich sind die ganzen Bosse immer alle links. Von daher gehen wir einfach mal nochmal nach links. Ja, hier ist sogar... Ah, Forget Me Now. Lieber nicht. Da ist nix. Da ist der Shop. Nee. Oh oh. 30 Sekunden. Nee, ich glaube, das wird nichts. Vor allem, ich möchte nochmal zurücklaufen, weil Forget Me Now möchte ich gerne reholen. Heißt, Mutti ist echt links? Das ist ja öde. Mutti ist Hipster. Mutti ist ein Hipster. Die geht nicht nach rechts, so wie alle anderen Bosse. So. Ja, könnten wir aber vielleicht sogar noch schaffen. Na, in 7 Sekunden. Nee, nee, ist zu knapp. Okay, Bosswash weg. Tschüss, Bosswash. Dann reroll ich noch kurz. Reroll, reroll, reroll. Ein paar Sekunden zu langsam. Verdammt. Nein. So, was kriegen wir? Toll. Anarchist Cookbook. Toll. Sowas braucht man. Ah, immerhin kriegen wir ein schwarzes Herz. Und doppelte Bombe. Okay. So, den der 6 haben wir wieder mitgenommen. Dann ist hier wahrscheinlich der Geheimraum. Was haben wir da? Lock up. 2 Schlüssel. Na gut, waren wir schon im Shop? Ja, waren wir. Da war ein blaues Herz, das brauchen wir aber nicht. Eine Batterie war da wahrscheinlich auch, aber ist uns egal. Wir gehen zu Mutti. Hi. Tja, doof, dass wir fliegen können, ne? Dann kann die uns echt gar nichts anhaben. Sorry, Mutti. Das tut mir leid. So schnell wollte ich dich jetzt... Und so unfair vor allem wollte ich dich jetzt nicht töten. Aber gut, du wolltest es nicht anders. Ha, da ist unser toter Vogel. Der Geistervogel. Ich habe keine Ahnung, wann er rauskommt. Weil der scheint ja irgendwie nicht, sobald man Leben verliert, sondern sobald irgendwas anderes passiert. Ich weiß aber nicht, wann. Also unser Twinket-Vogel-Dingsbums-Kirchen. Hilfe. Da ist er schon wieder. Warum? Ich verstehe es nicht. Wieder nicht. Okay. Die ganzen Bosse sind heute nicht links. Läuft bei denen. Gibt es da eigentlich wirklich irgendwie eine Richtlinie? Wenn irgendwie der Boss in den unteren Ebenen immer links ist oder so, dann ist er auch in den nächsten Ebenen links. Und weil jetzt Mutters Fuß hier oben war, oben rechts, ist der jetzt auch wieder oben rechts? Gibt's sowas? Ich habe keine Ahnung.
Ich denke aber nicht. Dafür, dass wir nur 3 Schaden machen, ist das irgendwie ganz schön viel. Dass die alle so schnell sterben. Ach ja, das Messer ist toll. Das Schlüsselschwert, Entschuldigung. So, und laut meiner Theorie müsste... Okay. Meine Theorie war fehlerhaft. Hi. Eine Suicide King Karte wäre jetzt schön. Dann wären wir nochmal übelst OP. Nochmal so extra und doppelt und dreifach und milliardenfach. Au. Aha, das war geplant. Nur deswegen habe ich mich treffen lassen, damit das hier aufgesprengt wird. So. Ich bin heute übrigens wieder richtig, richtig müde, weil ich gestern erst um 7 zu Bett gegangen bin. Hab die ganze Nacht irgendwie Minecraft gespielt. Dieses Build-Battle, was ich auch gestern hochgeladen... Gestern? Heute? Heute. Was ich auch heute noch hochlade. Und ja, bin dann um 11 wieder aufgestanden. Das heißt, ich hatte nur 4 Stunden Schlaf. Dafür fühle ich mich eigentlich sogar relativ fit. Hier, was haben wir da? Was haben wir überall? Eigentlich sollte man müde auch nicht... Oh, nicht Isaac spielen, aber egal. Health up. Okay. Okay. Können wir nicht gebrauchen. Tut mir leid, Pille. Ich muss dich leider da lassen, so gut du auch bist. Oh, eine Münze. Die nehmen wir mit. Die können wir noch gebrauchen. Au. Eigentlich sollte ich echt nicht spielen, wenn ich zu müde bin, weil dann geht ja unser Witzweg weg. Aber sieht eigentlich gut aus bisher, dass wir immerhin den Windstack von 3 hinbekommen. Nach dem hier. So. Hi. Okay, das war ein Fehler. Dass du das gemacht hast. So, nochmal ein bisschen stärker geworden. Und bei den Geheimräumen waren wir drin. Wir haben volle Leben. Okay. Ab in Mutters Herzebene. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 4. Okay, immerhin ein Strich mehr. Tja, seid ihr zu langsam, hä? Achso, und wenn ihr wisst, wann dieser Vogel von meinem Trinket irgendwie erscheint, dann auch bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der erscheint ja manchmal, auch wenn ich nicht getroffen werde. Wäre ganz cool. Dann würde ich nochmal was dazu lernen. Und hier haben wir schon den Boss gewonnen. Oha. Okay, das ging schnell. Und der ist sogar mal normal. Nein, okay, die Seiten sind voller Stacheln, aber sonst ist der normal. Ich kenne das gar nicht mehr ohne diese Stacheln. Wenn ich ehrlich bin. So. Okay, hier bringen die ja sogar was. Das heißt, wir schauen hier mal rein. Da ist eine... Ist gar nicht so schlecht. Ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Nehme ich auch mal mit. Weil es einfach ein Damage-Up ist. Oh ja, heftiges Damage-Up. Nehmen wir das auch noch mit. Können wir uns leisten. Setzen wir es einmal ein. Und dann... Ja. Nein, nein. Oh, nee. Ich wollte gar nicht zum Teufel. Ah, sorry. Ich wollte eigentlich in die Chest. Nein, ich wollte nicht zum Teufel. Was will ich beim Teufel? Oh Gott, jetzt sterbe ich, weil ich zum Teufel gehen wollte. Justice, gib mir ein blaues Herz. Nein. Oh oh. Sind wir den schweren Weg gegangen? Naja. Mal schauen. Wir haben extra das Polaroid mitgenommen. Und jetzt sind wir zum Teufel gegangen. Na toll. Das wollte ich gar nicht. So, wenigstens sind hier ein paar blaue Flammen, die uns hoffentlich ein blaues Herz geben. Wenigstens eins. Dann dich. Hm.
Lol. Ah, wie er grinst. Er freut sich. Ja, der Raum ist toll. Hier wollte ich schon immer mal hängen. So. Ja, dann ist das schon die letzte Ebene. Dann ist die Folge ja viel zu kurz. Oh nein. Naja, erstmal müssen wir gegen den Teufel ankommen. Kurzer Stil. Warum war der verlangsamt? Man weiß es nicht. Achso, wir haben diesen Ball of Tar. Oder wie der Typ heißt. Sticky Friend. Nee, auch nicht. Wie heißt der denn? Wir haben auf jeden Fall diesen Tar-Typen. Gish ist das. Gish. Little Gish oder so. So. Aufgeschlitzt. So, von dem Nagel wissen wir ja schon, dass er ziemlich OP ist. Von... Wer hatte das? Adam? Hatte Adam das? Hatte Adam von Anfang an diesen Nagel? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall sind wir mit fast vollem Leben. Drei fehlen, also ist egal, beim Satan. Ich mach mal eben das Feuer aus, weil das mir am meisten weh tut. Andauernd. So. Achso, wir können natürlich auch die Devil-Karte mal einsetzen. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Oh, wir hätten so easy in die Chest gehen können. Was erblickst du da, Isaac? Was ist es? Oh nein, es ist Kane und Maggie. Gosh. Okay, Winstreak von 3. Wenn wir jetzt nochmal gewinnen, dann haben wir schon unseren Winstreak-Rekord. Der ist nämlich 4. Und wenn wir 5, dann haben wir unseren 9 Winstreak haben wir dann. Also nicht mehr lange, dann sind wir hier cool dran. Geil. Toll, oder? Okay, dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als sonst. Aber der ist ja saustark, weil man von Anfang an dieses Schlüsselschwert... Weil man von Anfang an dieses Schlüsselschwert hat und... Dieses Schlüsselschwert hat und fliegen kann, dann ist das schon krass. Ja. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch der Part gefallen hat. Und bitte mal schreiben, was dieses eine... wann dieser eine Vogel kommt, wenn man das Trinket aufsammelt. Das wäre toll, wenn ihr das wisst. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.